Was kannst du als Mann im Alter von 55 plus tun, um prallere, zuverlässigere, stärkere und ausdauernde Erektionen zu haben? Aus meiner Erfahrung als Sexualtherapeut in der Zusammenarbeit mit wahrscheinlich mittlerweile mehreren hundert Männern, die 55 plus sind oder waren, bekommst du jetzt von mir die besten, effektivsten, praxiserprobtesten Tipps, die du jetzt in Eigenregie umsetzen kannst. Legen wir los mit dem offensichtlichsten und zentralsten Tipp: Beckenbodentraining. Ne? Wenn du 55 plus bist, wenn du vor allem Berufe hattest, wo du viel gesessen bist, ist es nicht untypisch, dass die Beckenbodenmuskulatur über die Jahre etwas schwächer und schwächer wird. Die Beckenbodenmuskulatur zu trainieren ist immer eine sinnvolle Herangehensweise, gerade für ältere Männer. Einfach die Blutzirkulation im Becken- und Intimbereich zu verbessern, das Blut besser im Penis zu halten. Und Beckenbodentraining macht für wahrscheinlich zu ziemlich jeden Mann Sinn. Ist es der heilige Gral, Erektionsprobleme beim Sex aufzulösen? Meistens nicht, aber es ist auf jeden Fall immer ein guter Schritt in die richtige Richtung. Wir haben bei der Lovebetter Gesellschaft für männliche Sexualität einen Trainingsplan zum Trainieren der Beckenbodenmuskulatur. Und den kannst du dir runterladen, packe ich dir unten in die Videobeschreibung rein. Dann kannst du im Prinzip noch heute anfangen, dieses Training umzusetzen. Tipp Nummer 2. Klingt jetzt banal, aber ist gar nicht so banal, wie es sich erstmal anhört, sondern eine gar nicht so unwichtige Angelegenheit. Wie viele Männer habe ich schon betreut, die in langjährigen Partnerschaften oder Ehen waren, wo der Sex eingeschlafen ist? Und nicht nur ist der Sex eingeschlafen, insgesamt deren Sexualität generelles eingeschlafen. Und das hat einfach dazu geführt, dass die Männer einfach immer weniger und weniger Erektionen im Laufe des Alltags gehabt haben. Und wenige Erektionen zu haben, ist nicht gut für deinen Penis. Die Gefäße, die Schwellkörper, die Zellen in deinem Penis brauchen regelmäßige Erektionen, um vital, elastisch und lebendig zu bleiben. Und wenn du das nicht tust, dann besteht halt so eine gewisse Gefahr, dass einfach das Gewebe in deinem Penis so mal metaphorisch gesprochen, ein bisschen porös wird und dann, wenn du dann Sex haben möchtest, das Blut nicht mehr so gut im Penis bleiben kann und der Penis nicht mehr so schön prall werden kann, wie das früher der Fall gewesen ist. Was ich jetzt nicht sagen will, ist, dass jeder Mann mit 55 plus einen porösen Penis hat, nur weil er seinen Penis eine Zeit lang nicht super intensiv benutzt hat. Das ist eine kleine Gruppe von Männern, die das Problem mit 55 oder 60 überhaupt schon haben. Wir müssen wirklich verstehen, dass selbst im Alter von 55 und 60 Erektionsprobleme nur zu einem gewissen Prozentsatz wirklich diese organischen, körperlichen Ursachen hat. Und der mentale Aspekt häufig auch bei Männern zwischen 50 und 60 noch zu einem großen Teil eine Rolle spielt bei Erektionsschwierigkeiten. Aber regelmäßige Erektionen zu haben, ist auch etwas, das du präventiv machen kannst für deinen Penis im Alter 65, 70 aufwärts. Also, klarer Tipp, regelmäßige Erektionen bekommen. Du kannst zum Beispiel regelmäßig masturbieren und dabei nicht ejakulieren und das dann im Laufe des Tages mehrfach machen und diesen ganzen Prozess natürlich genießen. Eine andere Möglichkeit ist natürlich einfach viel Sex mit deiner Partnerin zu haben. Auf jeden Fall, hab gerne viel Erektionen, das tut deinem Penis gut. Und damit machen wir weiter mit Tipp Nummer 3. Und Tipp Nummer 3 ist ein Tipp, den kannst du beim Sex mit deiner Partnerin umsetzen: Becken salven. Ich habe die Beckenbodenmuskulatur ja schon vorhin angesprochen. Was für dich wichtig ist zu verstehen, ist, dass ein Drittel deines Penises in dein Becken hineinläuft und nur zwei Drittel ragen wirklich aus deinem Becken heraus und sind sichtbar für dich. Das eine Drittel, das in dein Becken hineinläuft, ist umschlossen von der Beckenbodenmuskulatur. Und so wie die Beckenbodenmuskulatur arbeitet, so gut kann dann letztendlich auch Blut in deinen Penis fließen oder eben auch nicht. Die meisten Männer haben beim Sex einen verkrampften Beckenboden. Der Beckenboden ist die ganze Zeit verkrampft. Und eine verkrampfte Muskulatur ist auch gleichzeitig eine nicht gut durchblutete Muskulatur. Und das überträgt sich dann auch auf deinen Penis. Und eine effektive Maßnahme, die du dagegen ergreifen kannst, sind die Beckensalven. Was du hier machst, ist, du spannst kurz hintereinander den Beckenboden an, lässt dann wieder locker. Spannst wieder an, lässt wieder locker. Spannst wieder an, lässt wieder locker. Und das, was du da jetzt machst, also eine dynamische Muskelansteuerung, anspannen, entspannen, anspannen, entspannen, das ist gut für die Durchblutung der Muskulatur und dann dementsprechend auch gut für die Durchblutung in deinem besten Stück.
Und dann kommen wir zu Tipp Nummer 4. Und das ist für mich persönlich und sollte auch für dich der wichtigste Tipp sein in diesem Video. Wir obliegen in unserer Gesellschaft einem sehr, sehr großen Irrglauben. Und dieser Irrglaube, der führt dazu, dass viele Männer sexuelle Schwierigkeiten in einem mittleren bis fortgeschrittenen Alter bekommen, Erektionsschwierigkeiten bekommen und viele Männer völlig unnötigerweise zu Arzneimitteln wie PDE5-Hämmern, Viagra, Cialis greifen. Obwohl das gar nicht notwendig ist, viele negativen Konsequenzen hat für deinen Körper, für dein Herz-Kreislauf-System und auch beim Sex einfach stellenweise unangenehme Nebenwirkungen hat. Der Irrglaube, den wir haben, ist, dass wir davon ausgehen, dass Männer 55 plus immer eine organische Ursache, ein organisches Defizit, körperliches Defizit haben, das dann zu den Erektionsproblemen letztendlich führt. Wir gehen davon aus, sagen, ja gut, wenn ein Mann 55 oder 60 ist und keinen mehr hochkriegt, ja, dann ist halt der Körper einfach alt und porös geworden. Und das ist ein großer Irrglaube. Ja, mit zunehmendem Alter steigt die Wahrscheinlichkeit, dass organische Ursachen für Erektionsschwierigkeiten da sein können, ohne jeden Zweifel. Und ja, deswegen macht es immer Sinn, sich vom Urologen einmal durchchecken zu lassen. Aber unsere Erfahrung nach, und zu uns kommen viele Männer 55 plus, 60 plus, kommt auch wirklich oft bei diesen urologischen Untersuchungen heraus, Herr Mustermann, ich kann organisch nichts finden bei Ihnen. Es scheint alles okay zu sein. Ihrem Körper geht es eigentlich ganz gut untenrum. Und das zeigen auch die Studien und Statistiken zu dem Thema, ist, dass nur weil du als Mann mit 55 plus Erektionsschwierigkeiten hast, heißt es noch längst nicht, dass du wirklich organische Ursachen dahinterstehend hast. Und aus ganz genau diesem Grund ist es wirklich wichtig, dich zu fragen, warum ist mein Penis eigentlich gerade so, wie er ist? Warum wird das so hart, wie er gerade hart wird? Warum wird das so weich, wie er gerade weich wird? Diese Frage solltest du dir stellen und du solltest sie beantworten, damit du überhaupt in der Lage bist, an der richtigen Ursache dann auch wirklich anzusetzen. Wir haben ein Blitzursachenanalyse-Quiz. Das ist erstmal der simpelste erste Schritt, den du an dieser Stelle machen kannst, ist einfach mal dieses kurze Blitzursachenanalyse-Quiz zu machen, das dir einen ersten Indikator darüber geben kann, wo eine Ursache potenziell bei dir liegen könnte. Unsere persönlichen Erfahrungen nach haben viele Männer, auch 55, 60 aufwärts, einfach das große, große Thema, und das ist wirklich ein Riesenproblem, mit sehr, sehr viel Verkopftheit in die Sexualität reinzugehen. Mit sehr, sehr viel innerer Verunsicherung, weil sie eben Angst davor haben, die Erektion könnte nicht mitspielen, der Sex könnte nichts werden, etc. Also da ist Verkopftheit, da ist häufig Stress, da ist Verunsicherung und das sind die größten Erektionskiller, die du dir nur vorstellen kannst. Diese Dinge müssen angeschaut werden. Wenn du das bei dir identifizieren kannst, dann ist das ein elementarer Bestandteil deines Lösungsweges und dann kann ich dir sagen, aus Erfahrung mit der Zusammenarbeit mit sehr, sehr vielen Männern, ist, wenn du das, sagen wir mal jetzt zum Beispiel mal im Alter von 55 Jahren für dich einmal auflöst, dann können da gut und gerne noch 20 erfüllte sexuelle Jahre auf dich warten oder sogar mehr. Wir haben schon Männer bei uns im Programm gehabt, die, ich glaube, der älteste Mann bei uns im Programm war 85 Jahre und der hat ein sehr, sehr schönes und erfülltes Sexualleben mit seiner neuen Ehefrau, die er dann damals hatte, gehabt. Das heißt, Tipp Nummer 4 ist wirklich, finde mal wirklich die klare Ursache heraus. Ich hoffe, dass dir dieser Kanal dabei helfen kann und auf jeden Fall hilft dir in einem ersten Schritt auch unser Blitz-Ursachen-Analyse-Quiz. Und das bringt mich zum fünften und letzten Tipp für dich und das ist der folgende. Als Mann 55 plus Erektionsschwierigkeiten zu haben, ist häufig erstmal so eine ziemlich verwirrende Situation. Ne? Der Penis macht nicht mehr das, was er jahrelang irgendwie vielleicht relativ zuverlässig gemacht hat. Das macht er jetzt auf einmal nicht mehr. Man weiß auch vielleicht nicht so genau, wo kommt das jetzt eigentlich her und was kann ich jetzt hier am Ende tun? Muss ich jetzt einfach Viagra nehmen oder was sind meine Optionen? Und an dem Punkt macht es einfach wahnsinnig viel Sinn, einfach sich mit Experten zusammenzusetzen und sich da wirklich beraten zu lassen von anderen Männern, die wirklich dieses Thema kennen wie ihre eigene Westentasche. Das ist einfach nur sinnvoll. Genauso wie man ein Auto zum Kfz-Mechatroniker bringt, wenn es nicht mehr funktioniert. Da würde man sich tendenziell auch eher nicht zu sehr alleine rantrauen. Ähnliches Prinzip.
Und jetzt haben viele Männer aber das Problem, dass wir als Gesellschaft so viel Scham auf Erektionsschwierigkeiten projizieren, dass die meisten Männer sich nicht trauen, in den Kontakt zu gehen, sich nicht trauen, sich zu überwinden, da wirklich mit jemandem ins Gespräch zu gehen. Und das ist einfach mein wirklich gut gemeinter und sehr, sehr pragmatischer Tipp für dich. Überwinde einfach diese Scham, ja? Überwinde diese Schamgrenze und trau dich, genau diesen Schritt zu gehen. Ob das jetzt bei uns ist, bei der Love, bei der Gesellschaft für männliche Sexualität oder woanders. Mach, was sich für dich stimmig anfühlt. Aber überwinde dich und geh mit jemandem in Kontakt, der sich damit auskennt. Wir bei der Love, bei der Gesellschaft für männliche Sexualität beispielsweise haben eine ganze Bandbreite von Sexualtherapeuten, die ähnlichen Problematiken früher selbst hatten. Das heißt, wir wissen, wie sich diese Themen anfühlen. Wir können da, wie du vielleicht merkst, offen, frei, locker drüber sprechen und einen geschützten Raum bieten, wo man anonym sich beratschlagen lassen kann. Und wir haben, wie gesagt, auch das Angebot, zu einem ersten Gespräch wirklich einfach mal kostenlos reinzuschnuppern. Wie ist es eigentlich? Und sich erstmal kostenlos ein paar Impulse geben lassen zu können. Das ist unsere kostenlose digitale Sprechstunde. Die findest du unten in der Videobeschreibung. Da kannst du dir einen Termin buchen. Und ganz unabhängig davon, ob du das jetzt machst, ich würde es dir ans Herz legen. Das ist eine tolle Erfahrung und die wird dich auch weiterbringen. Oder ob du es am Ende nicht machst, mach auf jeden Fall irgendwas in die Richtung. Lass dich unterstützen. Das macht nur Sinn, genauso wie du dein Auto auch zum Kfz-Mechatroniker bringen würdest, wenn es eines Morgens nicht mehr anspringt. Danke für deine Aufmerksamkeit. Vielleicht lernen wir uns bald kennen. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Dein Gavin.